Wenn man ein bisschen geschickt ist, dann ist halt Twitter, wenn man die richtigen Leuten followt, also ich meine jetzt nicht Britney Spears oder Justin Bieber oder so, sondern einer bestimmten Szene folgt, dann kommt man in Chatrooms rein, da kommt man, wo die Leute sich live unterhalten über Sachen und Aktionen, oder man bekommt ellenlange Artikel von Leuten. Na gut, jetzt habe ich lang geredet, aber ich verteidige das Netz als das, was es sein kann und eben nicht als feindliche Maschine. Und das ist im Moment der Krieg, der stattfindet. Also wenn man sich das mal kurz jetzt auf der Zunge zergehen lässt, also so Leute wie Snowden sollen ja jetzt durch Algorithmen ersetzt werden in der Zukunft, damit man genau diese Typen nicht mehr hat, die irgendwie so eben, sagen wir mal, Künstler sind und auf Ideen kommen und selber denken, ja, und irgendwie denken, es ist nicht okay, und das machen, sondern es muss ein System geben, das steuert. Gleichzeitig gibt es Drohnen. Also ganz ehrlich, das ist nur noch ein Zentimeter vor Terminator, ja. Wir müssen uns wahrscheinlich, wenn wir in Frieden leben wollen in Zukunft, einfach nach dem richten, was der Computer sagt, weil der uns am besten kennt. Das heißt, der Computer ist an die Stelle Gottes getreten, wir können zu ihm beten und er wird uns die richtige Antwort liefern, jedenfalls die beste, die auf dem Markt erhältlich ist.